für die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Stefan Thomé für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen! Am 10. Oktober 2006 machten Polizeibeamte in Bremen einen grausigen Fund. Sie entdeckten im Kühlschrank der Wohnung eines drogenabhängigen Vaters die Leiche eines kleinen Kindes. Der kleine Kevin, geboren im Januar 2004, hat in seinem kurzen Leben Bekanntschaft gemacht mit Kliniken, mit Heimen, mit Sozialarbeitern, aber die notwendige Fürsorge hat er nicht erfahren. Als Kevin 8 Monate alt war, äußerte die Polizei gegenüber dem Jugendamt den Verdacht auf einen gravierenden Fall der Kindesmisshandlung. Als Kevin 9 Monate alt war, wurde er mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert. Als Kevin 11 Monate alt war, kam er in die Obhut eines Kinderheimes. Als er 18 Monate alt war, starb seine drogensüchtige Mutter. Das Jugendamt erhielt die Vormundschaft über ihn und er wurde zurück in die Obhut seines Vaters gegeben. Im Oktober 2006 wurde seine Leiche im Kühlschrank des Vaters gefunden. Wir haben als Politik die Aufgabe, die Konsequenzen hieraus zu ziehen, indem wir zunächst die Ursachen eines solchen Falles analysieren und uns diesen Fall einer genauen Betrachtung unterziehen. Der Vater nahm Termine, die das Jugendamt anberaumt hatte, nicht mehr wahr. Der Amtsvormund, der für Kevin verantwortlich war, hatte 200 Vormundschaftsfälle zu betreuen. Er hatte kaum persönlichen Kontakt zu seinem Mündel, was bei dieser großen Fallanzahl, die er zu bewältigen hatte, auch fast nicht verwundern kann. Kevin füllte eine dicke Akte beim Jugendamt, aber diese dicke Akte konnte sein kurzes Leben nicht retten. Diese Regierung und wir als Gesetzgeber wollen heute mit der 2. und 3. Beratung eines Gesetzes zur Verbesserung der Vormundschaftsregelungen die Konsequenzen daraus ziehen. Und die beiden wichtigen Punkte, deren wir uns heute in dem Ihnen vorliegenden Entwurf der Bundesregierung annehmen wollen, sind zum Ersten eine Regelung, dass ein Vormund in der Regel einmal monatlich ein Mündel in seiner gewöhnlichen Umgebung, also in der Regel zu Hause, besuchen muss. Im Einzelfall kann das auch mal mehr, kann das mal weniger sein. Im Einzelfall kommt es auch in Betracht, dass dieser Kontakt an anderen Orten stattfinden kann. Das ist ein Punkt, Frau Kollegin Steffen wird nachher sich dazu noch äußern, denke ich, der auch in Ihrem Antrag enthalten ist, dass es nicht unbedingt zu Hause sein muss. Das ist also auch hier im Antrag der Regierung enthalten. Im Einzelfall kann von dieser Regel abgewichen werden. Da haben wir Vertrauen im Grunde zu den Mitarbeitern der Jugendämter, dass sie auch bestimmen können, wo liegt ein problemloser Fall, wo liegt ein problembehafteter Fall vor. Wir wollen hier die Jugendämter auch nicht einbetonieren in ein zu enges Korsett. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir bei Amtsvormündern die Fallzahl auf 50 Fälle begrenzen wollen. Der Antrag der SPD-Fraktion sieht hier eine Fallbegrenzung auf 40 Fälle vor. Nun, man kann da natürlich immer eine Unterbietung vornehmen, das ist schon ganz klar. Egal, wo man nun die Grenze anzieht, kann man immer noch versuchen, diese Zahl zu unterbieten. Aber der Hintergrund ist doch folgender, dass wir in vielen Bundesländern gute Erfahrungen gemacht haben mit einer Fallbegrenzung auf 50 Fälle. Und wir haben auch das Vertrauen in die Mitarbeiter der Jugendämter, dass sie mit dieser Größenordnung verantwortungsvoll umgehen können. Bei 200 Fällen allerdings, und das ist uns allen klar, ist ein verantwortungsvoller Kontakt auch für den fürsorglichsten und gewissenhaftesten Mitarbeiter nicht mehr möglich, da ist auch der fürsorglichste Jugendamtsmitarbeiter überlastet. Das Problem ist nicht der Unterschied zwischen 40 oder 50 Fällen, das Problem liegt in der Marge zwischen 200 und 50 Fällen und dieses Problem lösen wir mit diesem Gesetzesvorschlag. Eine geringfügige Überschreitung, glaube ich, ist nicht das Problem und das ist der Kernpunkt, wo wir uns, darüber freue ich mich sehr, in diesem Hohen Hause auch weitgehend einig sind. Das sind die beiden Kernpunkte des heute zu verabschiedenden Gesetzesentwurfs. Ich möchte mir erlauben, abschließend noch einen Ausblick zu geben, denn wir wollen nicht stehen bleiben bei dem, was wir heute zur Vermeidung weiterer Fälle dieser Art, wie es bei Kevin geschehen ist,
vorgehen wollen. Wir wollen weiter eine Leitbilddiskussion führen über das Leitbild der Vormünder und hier auch noch weitere Korrekturen vornehmen, zum Beispiel bei der Frage, ob ein Vormund auch ein Sorgerecht erhalten soll für seine Mündel. Das wird noch eine Änderung werden im Bereich des 1800 BGB. Wir wollen noch diskutieren darüber, ob ein Vormund in gerichtlichen Verfahren als Beteiligter zwingend angehört werden muss. All das wollen wir noch weiter besprechen. Wir wollen uns auch hier den Anregungen, die auch aus Seiten der Opposition kommen werden, nicht verschließen, so wie wir auch in diesem Gesetzesvorhaben, das heute auf der Agenda steht, alle Anregungen aufgenommen haben. Ich möchte deshalb an der Stelle auch meinen Dank aussprechen an alle Kolleginnen, alle Kollegen aus den Koalitionsfraktionen, aus den Oppositionsfraktionen für die konstruktive Mitwirkung bei diesem, wie ich meine, sehr, sehr wichtigen, auch menschlich wichtigen Gesetzesvorhaben. Und im Anschluss an den Dank auch noch die Bitte aussprechen, dass dieses Gesetzesvorhaben, der heutige Entwurf, breite Zustimmung in diesem Parlament erfährt. Vielen Dank.